Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim und ihr seht, ich bin in der Base angekommen mit den ganzen Ressourcen und irgendwie bin ich gerade hier weggetrieben worden. Mal gucken, ob Darko dran schuld ist. Was hast du mit mir gemacht, Darko? Nichts. Warum? Du fährst die ganze Zeit schon rückwärts. Kann aber nicht sein, weil ich halt nichts dran hatte. Ja, aber du fährst schon die ganze Zeit rückwärts. Oh, ist wieder hier das Boot. So, ja. Holen wir uns erstmal das hier. Ach, jetzt hat. Naja, der soll ja wieder ins Boot. Mal gucken. Hier können wir nichts machen. Okay. Hier liegen ganz viele Erze rum. Erze hoffe ich nicht. Doch, Erze und durchgebranntes. Ja, ich hoffe nur Ingot und keine Erze. Ey, jetzt reicht's mir. Ich baue hier drinnen so ein Ding an, dass der Kopf da bleibt. Das irgendwann ist echt. Ich habe schon Schnauze voll. Ich mach den da mit Absicht dran. Wo hast du den jetzt? Warum? Er ist einfach nur störend, nimmt Platz weg und ist hässlich. Wo hast du den Kopf jetzt? Wo hast du jetzt den scheiß Kopf hingepackt? 10, glaube ich. Ja, da gehört er schon mal gar nicht hin. Das war auch nur eine Ablage, weil ich mich verklickt hatte. Erstmal schnell das hier. So, da sammeln wir da jetzt mal alles ein. Schauen, was das Eisen macht. Das hau ich erst einmal kurz raus. Und das können wir hier reinhauen. Okay, Schwarzmetallschrott kann man nicht brennen. Das habe ich schon mal herausgefunden. Ich glaube, dafür brauchen wir dann entweder eine neue Schmiede oder müssen noch irgendwas anderes erst vorher freischalten. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall Eisenschuppenrüstung. Yay! Alter! Alter! Was gibt's hier? Neue Schilder, Waffen, Schwerter, Rüstung, Schmiede, alles mögliche als Upgrade gibt's wieder. Eisentor! Bitte nicht. Standeisenfackeln! Die reichen vollkommen. Es gibt neue Kisten. Verstärkte Kisten brauchen Edelholz und 2 Eisen. Und es gibt persönliche Kisten. Aber, also, alles gut und schön, aber können wir uns mal über das Eisentor unterhalten? Ich guck mir jetzt erstmal alles an, was es neu gibt, weil ich habe die Aufnahme seit 3 Minuten, oder 4 Minuten an. Eisentor, Holzeisenpfosten, Holzeisenbalken. Okay, die sind dann stabiler. Hier gibt's Schmiedewerkzeugstelle, Forge-Verbesserung ist ein Upgrade. Schmiedeamboss ist auch ein Upgrade. Was ist das? Steinmetz. Wir können Steine verarbeiten. Werkbankverbesserung. Es gibt jetzt den Dechsel. Nice. Wofür braucht man Eisennägel, wenn nicht für ein Boot? Für die Balken. Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Eisenschuppenrüstung, egal was, 20 Eisen. Wie viele? Ich würde erst mal die ganzen Upgrades für die Tische bauen und den Steinmetz und alles.
Das denke ich mal dir zu folgen, dass wir die Waffen weiter aufbessern können. Weil ich glaube, ohne das kannst du auch die ganzen wertvollen Sachen nicht wirklich herstellen. Also das, warte mal ganz kurz, das sind 15, 35, 37, 37 Eisen. Ja, aber einfach nur für mein Verständnis, weil ich da nicht so konform drin bin, lohnt es sich mehr, die Bronze-Sachen aufzuwerten, also erst die Schmiede abzugraden oder sich Eisenschwerter zu machen, beispielsweise, und die dann später um irgendwann aufzuwerten. Das ist so meine Frage. Das meine ich halt nicht. Was machst du dort die ganze Zeit? Ich habe irgendwie die ganzen Sachen, was es neu gibt, angeschaut. Ich guck jetzt mal. Eisenschwert macht normal. Oder warte, ich kann ja. Streitaxt. Schlitzen 75 und mein Ding hier macht gelevelt. Scheiße, gibt's hier noch einen Streitkolben, bitteschön. Für den Ike. Es gibt aber einen neuen Bogen. Ein Eisenbogen? Jägerbogen, ja. Okay, ich werde von meinem eiserner Streitkolben. Hier. Hauen 55 und meiner macht aktuell Hauen 47. Also wenn wir die jetzt off, um zwei weitere Level off-leveln, machen die genauso viel wie die Standard-Eisenwaffen ohne gelevelt. Darum hätte ich von Anfang an gesagt, wir machen gleich auf. Aber wir können auch erstmal auf die Infrastrukturen gehen und alles aufwerten, oder? Uralten Rinderspeer gibt's jetzt. Trollleder, Eisen, uralten Rinde. Eisenpicke. Da können wir erstmal mit der Bronze weiterarbeiten. Ne? Die braucht 20 Eisen, eine Eisenspitzhacke. Jo. Streitaxt, die will ich auf jeden Fall haben. Das ist nämlich so eine Kampfaxt. Jo, wir werden noch ein paar Kryptas ja, machen müssen, wenn ich das sehe. Ach du Scheiße, wir brauchen über 200 Eisen. Das auf jeden Fall, dass wir die machen werden. Aber ich meine jetzt einfach nur, wir haben jetzt etwas über 40, hast du gemeint, wenn wir es alles haben. In was wir das jetzt erstmal investieren wollen. Ich hätte jetzt abgeraten, es gleich in Waffen und Rüstung zu stecken, sondern erstmal, was du meintest, upgraden und sonstige Sachen. Und ich glaube dann für den Steinmetz, da können wir dann bestimmt auch das Schwarzmetall verballern. Hoffe ich mal. Das war Mobblut, Knochen da unten. Da waren die Federn, da waren die Säcke und die Eier. Dann mache ich da oben die Nadeln rein. Holz kommt hier rein. Wenn ich übrigens übertrieben haben sollte, tut es mir leid. Was übertrieben? Ich habe einfach mal das Feld bestellt. Was hast du denn da alles reingehabt, Ballert? Alles? Hast du die Karotten so angepflanzt, dass Samen rauskommen? Yep. Gut. Nö, dafür ist es ja hier da. Also. Ich kenne nur deine Dimensionen. Vielleicht ein Achtel von dem Feld besetzt. Weil und wir. Fast ja, komplett. Weil nie so viel da war. Ach so. Nee, ich dachte, dass das einen bestimmten Grund hat, dass du nur immer so wenig machst. Nee, nee. Blutsäcke, wo hatten wir die jetzt drin? Blutsäcke waren noch hier in diesem Farmlager. Hab sie. Genau. Das Gesundheitsmed kann wieder hier rein. Wo auch immer das drin war. Hier unten. Und die Bomben haue ich mal mit in die Pfeilkiste. Die Eisenpfeile auch. Ist es jetzt schlau zu sagen, ich fahre schon mal wieder zurück? Da das ist dauert ja wieder da, ewig. Da ist ja nichts mehr. In der Krypta? Naja, in der Krypta, aber. Na, ich meine, jetzt ist es schlau zu sagen, ich fahre schon mal mit dem Boot zurück, weil das so ewig dauert. Du kannst dort zu dem Portal wieder hinfahren, dann durchs Portal erst einmal zurückrennen. Nimm aber hier
den da mit und lass den bitte im Boot. Und dann kannst du es gleich mal reparieren. Das hat nämlich Schaden bekommen. Apropos, ich hat gerade vor meinen Augen Schaden genommen. Also es nimmt Schaden auf jeden Fall, wenn es gegen den Dingsbums stößt. Okay. Gegen den. Oh je, das ist halt Steg verabschiedet sich gleich. Ja, du hast ja jetzt einen Hammer, einfach mal reparieren. Bronze, Eisen. Ne, warte mal, das war Kupfer. Eisen war neben Bronze. Oh, ich blick bei meiner Kistensortierung selber gerade nicht durch. Okay, dann kommt das normale Bernstein jetzt dort rein. Diese Nadeln kommen hier rein. Wir haben auf jeden Fall schon mal 6 Nadeln. Das ist schon mal nice. Wieso habe ich immer so ein Pech mit diesem Wind? Ich frage. Also ich sag mal so, es dauert. Ja, mal gucken, was ich in der Zeit jetzt hier mache. Ich kann ja mal gucken, ob ich neues Essen herstellen kann, weil ich 29 Moldberries hab. Die hatte ich auch schon. Mir wurde nichts Neues angezeigt, ehrlich gesagt. Okay. Oder ich habe es im Eifer des Gefechts übersehen, weil ich bin ja gleich gestorben. Das ist Gesundheit. Gesundheit mache ich mal da hoch. Das war auch Gesundheit. Das kann hier mit hin. Und dieses komische Innereien dahin. So, jetzt habe ich wieder Holz vergessen zum Feuer entfachen. Schön. Hattest du eigentlich im Sumpf noch ein zweites Dungeon oder? Nee, so ein eine Krypta. Nee, so ein Dungeon Haus. Okay. Also leider nicht noch eine Krypta. Nee. Das wär schön. Da werden wir noch ein bisschen rumsuchen müssen. Ja, vor allem der Sumpf endet da ja auch schon wieder. Ich weiß halt nicht, wo man das alles immer. Ne, da müssen wir den nächsten Sumpf suchen. Geht nicht anders. Nein, ich habe hier Metmischung mittlere Ausdauer. Dafür braucht man die Moltenbeeren. Okay. Ja, dieser Ausdauer-Met finde ich absoluter Schwachsinn. Das ist mittlere Ausdauer. Also der geht nicht aufs Leben. Der stellt direkt die Ausdauer zügig wieder her. Und dann haben wir ja Metmischung gesund. Das stellt mehr Gesundheit, weniger Gesundheit her als mit Metmischung. Sehr gesund, davon haben wir ja auch schon ein paar. Apropos Metmischung, machst du Giftmetmischung? Davon erstens, ich habe dir meine ein paar abgegeben und zweitens haben wir davon auch nicht mehr so viele. Wir haben glaube wieder 12 Stück. Was brauche ich? Honig, Nixenschwänze, Disteln, Kohle. Ja, mal gucken, haben wir noch so viel Nixenschwänze? Also wenn ich welche habe, tue ich es immer in die Kiste. Ich nehme es jedenfalls mit. Ja, Hammer. Disteln, Kohle und Honig. Und da geht die Kohle wieder flöten. Du trägst zu viel. Honig war da. Giftwiderstand. Könnte sein, dass ich das Boot nur bis zum uralten Portal fahre und dann erstmal essen gehe, aber mal schauen, wie weit ich komme. Ja.
2, 4, 5 Dinger habe ich jetzt. Und ich weiß gar nicht, wir kriegen, glaube ich, 6 oder 8 raus. Also, ja. Haben dann wieder ordentlich was. Wir haben 12 Stück im Übrigen gerade in der Kiste hier. Giftwiderstand. So, Also es braucht ab sofort nur noch einer einen Schlüssel für die Krypta mitnehmen. Wurde der eigentlich verbraucht? Nein, den habe ich immer noch. Ja, also dann brauchst du ja nicht mal mehr nur alten klatschen. Nö, das mache ich dann einfach nur just for fun. Irgendwann mal. okay, die Moltenberries kann man nicht anpflanzen. Hab ich gerade geguckt. Das sind ja auch Beeren, leider. Das verhält sich wahrscheinlich ähnlich wie mit... Ja, du weißt schon welchen. Wie mit allen anderen Bären. Ich hoffe, da gibt es irgendwann noch eine Lösung. Lass mich hier raus. So. Boah, die Sonne ist so beknackt, die blendet so extrem. Holz muss man auf jeden Fall auch wieder farmen. Wenn ich das jetzt sehe, wie schnell das wieder verballert wird mit Kohle. Ja. Das. Kann man hier auch wieder was Neues herstellen. Nee. Geht alles nur noch an der Schmiede, okay. Das braucht nur 2 Eisen. Das braucht 20, das braucht 15. Ich würde mal den Steinmetz herstellen. Herstellen oder upgraden? Herstellen, das ist ein neuer Tisch. Toll, dann bastelst du jetzt auch noch mit Steinen rum. Apropos Stein, den brauche ich dazu tatsächlich. Und normales Holz. Ich kann mir halt vorstellen, dass du... Na gut, du hättest mit dem Umbau der Base noch ein bisschen warten können, aber damit kannst du dann wahrscheinlich alle jetzigen Holzbausachen aus Stein bauen. Oder viele. Nee, ich glaube nicht, dass das geht, so wie in den Wäldern. Ich denke mal eher, du kannst dann die Feuerstelle mit Stein umranden. Also es gibt bestimmte Sachen, die du schon herstellen kannst, klar. Aber... Man kann bestimmt nicht so viel herstellen und... Ja, wo stelle ich das Ding jetzt hin? Das ist ein großer Tisch. Wo bist du eigentlich lang gefahren, um nicht über den Ozean zu müssen? Immer am Rand. Na, ich meine vom Sumpf aus. Warte. Hast du die Nicht-Mehr-Passage genommen, nenne ich sie jetzt einfach mal? Moment, habe ich gesagt. Ich muss erstmal ganz kurz hier, bevor ich irgendwas Falsches kaputt mache. So,
Ja, diesen ganz schmalen Weg zwischen dem Sumpf dort bin ich gefahren. Was hell ist und nicht dunkel im Wasser. Ja, gut. Alter, ich komme gerade gar nicht hinterher mit Einsammeln hier. So. Die 7, das muss noch weg. Und das muss auch noch weg. Vielleicht passt der Tisch dahin. Wäre auf jeden Fall geil. Hier. Sag ich dir nicht. Ich habe gerade ganz viele neue Rezepte bekommen. Und warum sage ich dir nicht? Und zwar Steinwand 1x1, Steinwand 2x1, Steinwand 4x2, Steinsäule, Stein. Hab ich doch gesagt. Moment, Steinbogen, Steinboden, Steinbogen, Steinboden 2x2, Steinstufen. Jetzt habe ich doch gesagt, dass Moment. Es das gibt. Das ist aber alles viel zu fett für ein Haus. Das ist eher was. Das ist was für eine Mauer. Außer der Boden. Obwohl ich finde die Palisade ganz schön, wie die ist. Ja. Aber ja, man könnte jetzt beim Haus den Boden zum Beispiel aus Stein machen. Da müssen wir keine Angst mehr haben, dass das da zusammenkracht. Weil die Holzpfeiler darunter sind ja alle, ne? Du hattest ja mal gefragt, wo du die ganzen Namen hingetan hast. Am Urein-Portal. In der Kiste sind 2 Stück. Okay. Aber da gab es noch mehr, was ich gerade freigeschalten habe. Und zwar. Es gibt jetzt eine Feuerstelle mit Stein umrandet. Eine, in die ich immer noch reinlaufen kann? Ja. Das ist ja dann mit Absicht, dass du da reinrennst. Aber ich suche gerade, irgendwie wurde mir so ein Steinmetzrad irgendwie gezeigt. Aber ich weiß das. Ja, genau, Schleifstein. Aber ich finde das nirgendwo. Ach, hier, Wettstein. Ist ein Upgrade dafür. Für den Steinmetz. Herstellen. okay. Schmiedeverbesserung. Schleifscheibe. Ein Wettstein, 25 Holz und die Werkbank. Ja, Darko, wir können eventuell sogar Bronze auf Level 6 bald hoch machen, wenn das so weitergeht. Dann darf ich erstmal wieder Kupfer farben. Oh Gott. Ach du Heimatland. Ach, und jetzt hast du es geschafft. Der Trollkopf ist verschwunden, weil ich den Platz dort brauchte. Dafür kommt er woanders wieder her. Na, für den Steinmetz. Ja, außerdem, jetzt ehrlich, bei dem Trollkopf geht es einfach nur darum, der ist. Erstens sieht er hässlich aus, zweitens ist er so riesig im Vergleich zu diesen anderen Köpfen. Nee, Eiktürs Kopf ist genauso riesig. Und da regst du dich aber nett auf. Ja, der ist auch nicht hässlich. Aber. Ich finde einen Platz für den Kopf. Und wenn es, wie gesagt, direkt über deinem Bett ist, ey. Und da ich da eh nicht schlafen oder nicht so häufig bin wie in diesem anderen Lager, ist das alles gut und schön.
Wo war die Halterung? Ich brauche 4 Edelholz dafür. Ach, ich muss sowieso zweimal machen, weil ich ja 9 Kopf habe. Genau, da war ja was. Und noch ein Nagel, bitte. So, nochmal 4 Edelholz. Und den neuen Kopf, den ich gekriegt habe. Den mit den grünen Augen. Wo könnte man den denn hinsetzen, den Kopf? Ich weiß wohin. So. Das sieht so dämlich aus, ey. Dahin. Boah, der mit den Grünen. Also die Skelettköpfe, da kann man sagen, was man will, die sehen einfach richtig geil aus. Rote Augen, grüne Augen. Also die erinnern mich stark an diese Skelettköpfe bei Sea of Thieves. Aber ey, das sieht geil aus. Da kann man sich nicht beschweren. So, das fermentiert noch durch. Dann würde ich jetzt die Folge hier beenden und ich mit mich ganz kurz. Yep. So, wir haben, wie ihr seht, wieder einiges freigeschalten. Eisensachen, neue Baustrukturen und. Und da werde ich noch viel Spaß mit haben. Mal schauen, vielleicht kriegen die Wölfe jetzt ein Steingehege, damit sie nicht mehr ausbrechen. Und die Schweine. Eventuell baue ich sogar den Steg aus Stein, weil der kriegt auch durchs Wasser mal ordentlich Schaden. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.